Wir haben in Deutsch-Ilfern eine besondere Kirche, ein altes Bauernhaus, ein niedersächsisches Bauernhaus. Und dieses niedersächsische Bauernhaus hat hier im Dorf gestanden, aber wir haben es hier hergeholt vor 25 Jahren. Es stand im Dorf hier und war fast zerfallen. Alte Fotos zeugen davon. Dieses Haus hat hier 300 Meter Luftlinie im Kern dieses Ortes gestanden und man konnte dort einkehren, man konnte dort seine Pferde wechseln und deswegen ist es auch eigentlich eine Gastwirtschaft gewesen zu diesem Zeitpunkt. Aber der jetzige Bauer konnte das Haus nicht mehr halten und nicht mehr renovieren und es war nahezu verfallen. Zum Schluss war es nur noch ein Viehstall. Und dann kam die Idee, wir brauchen eine Kirche. Unser Gemeindehaus hier in Deutsch-Ilfern ist zu klein für unsere Gottesdienste. Es kommen so viele Menschen, dass wir mehr Platz brauchen. Und dann haben wir uns entschieden, das Haus umzusetzen. Und so ist es dann gekommen, dass wir 1989, jetzt fast genau vor 25 Jahren, dieses Haus hier auf dem Hengstberg als Kirche wieder einweihen konnten. Das niedersächsische Bauernhaus nennt man im Fachbegriff ein Zweiständerhaus, weil es zwei Ständereien hat. Also dieses Haus ruht auf diesen großen Eichenständern und davon gibt es zwei Reihen hier in der Kirche. Und darauf ruht das ganze Gebilde. Also Mauern sind schön, damit der Wind nicht reinkommt, aber sie sind nicht zum Tragen des Hauses da. Und das ist das Besondere an diesen zwei Ständern. Zwei Ständereien müsste man eigentlich sagen. Wir haben ja die Steine entfernt und geputzt und dabei haben wir entdeckt, dass dort doch verschiedene Tiere mit verewigt worden sind. Die Fußtapfen von verschiedenen Tieren, von Hunden und Katzen und Vögeln. Und dann diese Entdeckung war so toll für uns und die Kinder, die dabei geholfen haben, war das ein großes Vergnügen und es spornte an, das zu tun. Und dann haben wir diese Steine beim Einbauen natürlich nicht wieder in der Wand verschwinden lassen, sondern wir haben sie sichtbar hier im Eingangsbereich aufgenommen, so dass man es sieht. Und ich freue mich noch heute, wenn ich diese kleinen Besonderheiten hier im Eingangsbereich sehe. Wir sehen hier einen barocken Taufstein. Es sind Johannes und Jesus. Jesus ist dieses Kind auf dieser Seite. Es hält die Hand auf einer Weltkugel. Man sieht es von hinten, wenn man hier herumgeht. Dieses Taufbecken ist aus Stein gefertigt und sieht sehr schwer aus. Und man meint, es sei auch für den Deckel gedacht. Das ist nicht so. Der Deckel ist aus Holz. Und man kann ihn anheben, denn schließlich wollen wir Kinder darin taufen. Dann muss man den Deckel zur Seite nehmen und dann kann man den Deckel wieder draufsetzen, wenn der Taufvorgang abgeschlossen ist.